High Heli Expo 2022, Dallas, Texas. In der Pandemie gab es weltweit wenige Freiheiten. Umso mehr hat sich manch einer sicherlich gewünscht, einfach einmal wegzuschweben. Mit einem Helikopter einfach raus aus dem Alltag zu fliegen. Auch wenn Staus gerade nicht so häufig waren, überall abheben und landen zu können, das ist der Wunsch jeder mobilen Gesellschaft. Nach der pandemiebedingten Absage der Heli-Expo im Jahr 2021 erholte sich die von der Helicopter Association International, kurz HAI, veranstaltete Fachmesse schnell. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Veranstaltung schon seit über 70 Jahren in wechselnden Städten stattfindet. Nicht zuletzt daran erkennt man, wie lange dieses Verkehrsmittel bereits existiert. Und so schweben die Exponate dieses Jahr zur Fachmesse in Dallas, Texas ein. Bei der viertägigen Veranstaltung zeigen 590 Aussteller im K. Bailey Hutchison Convention Center Dallas auf weit über 90.000 Quadratmeter Bruttoausstellungsfläche ihre Exponate den hochkarätigen Fachbesuchern und Hubschrauberprofis aus 72 Ländern. Die von der Helicopter Association International jährlich an verschiedenen Standorten in den USA durchgeführte Heli-Expo ist die Weltmesse für Hubschrauber. Neben den zahlreichen Helikoptern in unterschiedlichsten Größen und Einsatzzwecken sind es auch die Hersteller von Reparatur- und Wartungseinrichtungen, Motoren, Hydraulik, Komponenten, Ersatzteile und jegliches Zubehör sowie Luftfahrtelektronik, die in den Hallen vertreten sind. Die Besucher drängen sich auf die Fläche, auf der Aussteller die neuesten Luftfahrzeuge, Triebwerke, Avionik und andere Waren und Dienstleistungen für Drehflügler präsentieren. Beim führenden Unternehmen europäischer Verteidigungsindustrie fragen wir einmal nach, wie wichtig Messen für ihre Geschäftserfolge sind. Ja, nach fast zwei Jahren Pause haben wir jetzt hier das erste Live-Event wieder in den USA. Das ist eine extrem wichtige Messe für uns, gerade im zivilen Bereich für Hubschrauber. Wir können unsere aktuellen oder neuesten Produkte demonstrieren und uns endlich wieder mit unseren Kunden treffen. Face-to-face oder in real, was ganz anderes als einfach nur eine virtuelle Meeting oder Darstellung unserer Produkte. Von daher sind wir sehr, sehr froh, dass es endlich wieder losgeht. Das in Taufkirchen bei München ansässige Unternehmen entwickelt komplette Sensorlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt Hensoldt die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und zeigt Konzepte für Luft-, See- und Landanwendungen, die bei den Besuchern auf hohes Interesse stoßen. Die beeindruckendsten Exponate dieser viertägigen Veranstaltung sind aber sicherlich die über 40 Helikopter, die die Drehflüglerindustrie für unterschiedlichste Anwendungen zeigt. Nicht nur in Texas sind die Hubschrauber für die Luftüberwachung und zur Bekämpfung von Bränden von großer Bedeutung. Beeindruckend teilweise deren Größe und Nutzlast. Nicht weniger spektakulär auch so mancher Heli zum Transport von jenen, die es sich leisten können, über den Stau auf den Straßen hinwegzufliegen. Und eines scheint klar. Nicht nur die Entwicklung immer neuer Modelle ist hier im Fokus. So gibt es für viele Zwecke auch Versionen, die schon lange auf dem Markt sind, mit zeitgemäßer Technik nachgerüstet. Hierzu liefern die vielen Ausrüster Produkte und Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Ein guter Auftakt war diese Messe hier in Dallas, Texas, und so verlassen die Aussteller der Hubschrauber dieses Jahr die Heli-Expo mit einem guten Gefühl und die schönen Exponate fliegen eins nach dem anderen wieder zurück zu ihrer nächsten Destination. Und im K. Bailey Hutchison Convention Center freut man sich bereits auf die Verticon, wenn die Helikopter und ihre Messe im März 2025 unter neuem Namen zurückkehren werden.